So, hallo miteinander und willkommen zu unserer Battle Brothers, ja, Gameplay Guide Miniserie, nennen wir es einfach mal. Ja, die einzige Frage, die jetzt momentan noch aufkam, so ein bisschen in den Kommentaren, welche Waffen ich so benutze, welche eigentlich eher unnütz sind. So ganz grundsätzlich, ich bin hier in meinem anderen Spielstand. Hier stehen wir nämlich auch gerade an einem Waffenhändler. Da ist es vielleicht ein bisschen einfacher und anhand der anderen Sachen, die ich so dabei habe, zu zeigen, was ich benutze und was nicht. Also ganz grundsätzlich habe ich so ein gewisses Vorgehen, sagen wir es mal, ja. Also ich habe immer viele Schwerter dabei, ja, das habe ich euch ja schon erzählt. Schwerter sind natürlich immer sehr gut, weil ihre einfachen Angriffe immer diese plus Chance to Hit haben. Und Schwerter wiegen in der Regel weniger als andere Waffen, ne? genauso wie Speere. Deswegen ist das so ein bisschen eine Gratwanderung. Ich gucke zum Beispiel, dass ich nur dann Leuten eine Waffe gebe, die keinen Bonus auf Hit hat, zum Beispiel hier. Und so eine Flail hier. Nur wenn sie über 60 sind, ja. Also bei einer Mini-Skill von über 60. Weil das zumindest, ja, dann wahrscheinlichkeitstechnisch bedeutet, dass sie in der Regel öfter treffen als nicht treffen. Ne? Ist eigentlich recht einfach. Mittlerweile in so späteren Verläufen von der Kampagne meist dann noch härter. Eine Zweihandwaffe, also die meisten Zweihandwaffen, wie zum Beispiel hier so eine Zweihandschwerter oder hier so ein Polehammer hier, mit denen kannst du halt auch nur einmal zuschlagen pro Runde. Das heißt, mit den meisten Einhandwaffen kannst du zweimal zuschlagen, also du hast zwei Chancen. In dem Fall wären das dann zweimal 60% zu hitten. Das heißt, da sind wir über 100% zumindest theoretisch. Ne? Das ist ja trotzdem jedes, das sind ja keine, die kumulieren sich nicht wirklich die Wahrscheinlichkeiten, aber in der Theorie, ja, sollten wir auf 100 Kämpfe eher öfter treffen als nicht treffen. Genau. Die Chance hast du halt bei Zweihandwaffen nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel hier den Warbrand. Deswegen ist das so ein eines meiner Lieblingsschwerter oder Zweihandschwerter am Anfang. Das gebe ich immer Leuten, die noch nicht ganz so geil sind. Erst ab 80% bin ich so eingestellt, dass ich sage, okay, ich gebe euch eine Zweihandwaffe, egal welche Natur, die keinen Bonus auf Hitten hat. Ne? Gut ist natürlich bei dem Zweihänder, bei den Schwert-Zweihandwaffen, dass da immer noch ein kleiner Bonus von plus 5% oder sowas ist. Ich glaube, der hat genau plus 10. Geh nochmal auf den Warbrand. Und so könnt ihr halt ein bisschen damit arbeiten. Ne? Die zweite Sache ist eben, dass ihr zum Teil vielleicht Brüder habt, die ja eigentlich einen ganz okayen Skill hier haben im Melee, aber naja, nicht viel tragen können. Ne? Das heißt, Leute, die dann zwei oder dreimal schlagen mit der Großwaffe und dann eben dastehen und ja, einfach nichts mehr machen können. Da müsst ihr halt darauf achten, dass ihr auf denen eben den Recover-Perk hier mitnehmt. Möglichst früh. Es ist eigentlich relativ früh erkennbar. So ab Level 4, 5, 6. Manchmal ist es auch schon am Anfang erkennbar, dass ein Bruder eher schwach ist oder eher stark. Ja, und dann auf solchen Brüdern werdet ihr dann in der Regel nicht drum herum kommen, sie auch langfristig zum Beispiel mit Schwertern zu benutzen. Tatsächlich ist hier Bastien wie einer von denen, ne, weil der zugunsten quasi einer sehr starken Rüstung eher schwächere vermeintlich Schwerter benutzen wird. Deswegen habe ich bei ihm dann auch den Two-Handed Sword Mastery Skill in dem Fall hier genommen. Im Grundspiel ist es einfach der Schwertkampf-Skill oder der Schwertskill. Hier bei Legends wird das nochmal getrennt und damit könnt ihr das so ein bisschen kompensieren. Ja. Also der hat dann insgesamt hier 87% auf Treffer, womit man echt gut arbeiten kann. Und hat trotzdem noch genug Fatigue, trotz einer gigantischen Rüstung, dass er gut arbeiten kann. So, das sind so meine Thresholds. 60% auf Einhandwaffen ohne Schild fürs Zuschlagen. 80% auf Zweihandwaffen, die nur einmal hitten können pro Runde. Ansonsten ist es halt, ne, braucht ihr halt einen unglücklichen Streak in einem Kampf, in einem Late-Game-Kampf und dann verliert ihr halt Brüder dadurch unter Umständen, was nicht so geil ist. Das sind so meine Thresholds, zunächst mal das. Genau, und welche Waffen benutze ich gar nicht? Crossbows, also Armbrüste, benutze ich normalerweise nicht wirklich. Es gibt halt immer so ein bisschen Ausnahmen. Also ihr könnt halt, wenn ihr beim Legends-Mod, wenn ihr den zockt und ihr ein viel größeres Raster habt, also ich kann hier 24 Männer in einen Kampf mitnehmen, dann kann man natürlich mehr experimentieren, ne? Wenn ihr nur die Standard 12 Leute habt, die ihr mitnehmen könnt, müsst ihr halt immer versuchen, die relativ zu min-maxen. Da ist halt einfach nicht viel Platz fürs Rangieren für irgendwelche krassen Builds, vor allem wenn ihr noch am Anfang steht. Deswegen, ja, Armbrüste haben den Vorteil am Anfang des Spiels, können wir mal kurz hier draufpacken, ne, dass dieser
diese Bolzen-Geschichte hier, der hat auch, naja, wenn die Gegner nah dran sind, das sind sie dann oft, weil du ja mit dem Armbrustschützen in der zweiten Reihe hinter deiner Kampfreihe stehst und mit denen dann schießt, dann hast du eine sehr gute Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist natürlich super am Anfang, wenn dein Schütze sowieso einen ziemlich schlechten Skill hat im Schießen. Da kann das gut kompensieren. Also am Anfang ist ein Crossbow noch okay, aber ganz schnell wird der Bogen einfach besser, weil du mit dem Bogen auch immer zweimal schießen kannst und mit dem Crossbow immer nur einmal. Das heißt, der Damage Output ist einfach mal der Doppelte. Ja. Es gibt also so Sachen, dass viel vom Damage des Crossbows, der Armbrust, die Panzerung inkludiert und tatsächlich aufs Blut direkt durchgeht. Aber das ist so eine Sache, die das merkt ihr irgendwie so mit der Zeit, mit der Erfahrung. Wenn die KI das macht, so mit Bandit Marksman und so weiter, die ganz gerne Crossbows haben, die ballern dir deine Brüder schon irgendwie weg, ja. Aber die KI hat halt gefühlt immer so 10.000 mal mehr Hitpoints und deswegen macht das bei denen, wenn du das bei denen andersrum machst, nicht so viel aus. Jetzt, wie gesagt, ich habe hier einen 24-Mann-Roster, ich habe hier einen, der den Hertag, ja. Ihr seht hier Javelin Cross. Das ist eigentlich unser Mann, den wir für die Muskete trainiert haben. Das ist aber tatsächlich auch ein Mod. Das ist nämlich tatsächlich meine sinnvolle Muskete. Es gibt keine sinnvollen Musketen leider im Spiel. Die Schießpulverwaffen im Spiel, die normal drin sind mit dem dritten DLC, bekommen die dazu. Die sind halt alle Müll. Die sind nur gegen schlecht gepanzerte Gegner gut. Was, ja, gegen alle Late-Game-Fights, die schwieriger sind, halt nicht so viel nützt. Und den haben wir halt, wollten mal so spielen, was okay war. Deswegen war er die ganze Zeit auf Crossbow. Ja, ich habe ihn aber quasi im Tausch gemacht. Ich hätte ihm eigentlich auch einen Bogen geben können. Ja, das ist die andere Variante. Aber ich wollte mal unbedingt eine Crossbow spielen, deswegen haben wir eine Crossbow gespielt. Aber hier eben im Zusammenhang mit Javelins. Die schweren Javelins, die gibt es im Norden. Und krude Javelins, die sind nochmal ein bisschen besser. Also, das ist schon okay. Ich meine, mir macht das schon Spaß zum Ausprobieren, aber es ist halt nicht die effektivste Variante in der Regel. Ja, es ist so ein kleiner Hybrid-Charakter, der halt dann beides kann. Auf großer Entfernung, wenn die Feinde weit weg sind, erstmal mit der Crossbow schießen und dann hier die Munition der Javelins vergeuden. Und in der Regel reicht die auch mit diesen zwei Bündeln. Selten Kämpfe gehabt, wo ich tatsächlich switchen musste auf wieder zurück auf Crossbow. Also wenn die Kämpfe dann so lange dauern, dann ist es meistens schlecht. Dann macht ihr zu wenig Schaden. Eine andere Seite, die nicht wirklich funktioniert, sind richtige Dagger-Builds. So hauptsächlich. Man denkt sich vielleicht, hey, mit dem Dagger-Perk auch, kann man glaube ich eventuell sogar dreimal angreifen pro Runde. Aber die haben einfach zu wenig Damage-Output. Der Katal-Dagger, der hat theoretisch einen Zusammenhang mit dem Dazed, mit der Dazed-Ability, wenn jemand Dazed ist. Also wenn ihr zum Beispiel erstmal eine Flashbang wirft, den Dazed, dann macht ihr hier extrem viel Schaden mit dem Ding. Aber das ist halt so eine Synergie. Man kann halt die, man kann sich die zwar immer kaufen, aber die kosten halt, also ich rede jetzt mal von höheren Schwierigkeitsgraden, also selbst wenn ihr Experte spielt und ökonomisch auf Anfänger, wenn ihr spielt, so spielt wie ich und nicht nur aufs Farmen aus seid, selbst dann ist es außer ganz am Ende, ja, wenn ihr ohne Ende Geld habt, mittelfristig noch schwierig, die ganze Zeit sich diese Dazed-bringenden Sachen mitzunehmen. Man kann auch mit den Zweihand-Maces und Zweihand-Hammern, glaube ich, dazen. Da gibt es gute, die man sich im Norden holen kann, falls ihr den zweiten DLC habt, gegen die Barbarian Reaver kämpft, gegen die Barbaren, die haben in der Regel Zweihand-Waffen, die man sich recht früh holen kann. Muss man natürlich überleben, die Kämpfe trotzdem noch, aber ja, das geht schon. Die verpassen auch den Dazed-Status, aber es ist halt, ihr müsst dann nicht nur den Dazed-Status verpassen, ihr müsst auch mit dem Katal-Bruder genau an der richtigen Stelle sein. Also, ist alles sehr situational, muss man halt voll drauf spielen. Es ist nicht so einfach alles, ja. Deswegen sind normale Dagger-Builds normalerweise auch Unsinn, außer als Gimmick, wie gesagt. Aber das könnt ihr ja nicht machen, wenn ihr dann später mehr Erfahrung habt. Was ich auch nicht benutze, sind, eigentlich würde ich Einhand-Cleaver oder Zweihand-Cleaver auch so gar nicht benutzen. Haben wir hier irgendwann rumliegen? Ich glaube, ich habe keinen mehr. Naja, außer den hier halt. Ja. Also dieser Cleaver hier. Unterschied zum Schwert, der hat keinen Bonus fürs Angreifen. Hat halt hier den Angriff direkt auf den Kopf und der verursacht Blutungen und so weiter. Und der einzige Grund, wieso ich Cleaver-Leute habe, ist, dass der Battle Whip,
den man benutzen kann, um Leute die Waffe wegzunehmen. Ja, der geht auch über den Skill für Cleaver. So, hat er den hier zufällig? Also beim Grundspiel habt ihr immer alle dieselben Skills hier. Das ist ja nur wegen Legends, ist das unterschiedlich. Also nur dann macht es halt Sinn, den Cleaver wirklich zu benutzen, weil, ja, dann müsst ihr den Cleaver-Skill eh nehmen und dann könnt ihr ihm sowieso die Cleaver geben, dann ist es okay. Aber normalerweise benutze ich die auch nicht wirklich. Ist auch so eine Gaming-Waffe eher. Schon benutzbar, viele Monster benutzen die auch, aber ja, bei sich selbst ist das meistens nicht ganz so interessant. Weil er halt eben diesen Bonus nicht hat beim Treffen. Deswegen kommt er eh erst ziemlich spät zum Einsatz und da gibt es dann in der Regel bessere Sachen, zum Beispiel eine Zweihand-Axt, die mehr oder weniger dasselbe machen kann, nur halt in besser, mit besseren Werten. Streitkolben. Einhand-Streitkolben benutze ich nie, Einhand-Hammer benutze ich eigentlich auch nie. Das sind immer wenn dann die Zweihand-Varianten von beiden Sachen. Man könnte jetzt meinen, Streitkolben haben ja als zweite Attacke dieses... Oh Gott, hole ich mir jetzt mal kurz hier ein. Mehr als zweite Attacke. Den hier, ne? Den Knockout. Der ist höchstens ab und zu mal im Early Game interessant, wenn man ehrlich ist. Gegen die Gegner, wo er am meisten bringen würde, so Orc Warrior oder so krassere Gegner, wo man denkt, hey, wenn ich den jetzt knockoute für eine Runde, dann ist der echt, ja, für eine Runde mal raus und kann uns nicht mehr kaputt machen. Die sind meistens immun gegen dieses Zeug. Ja. Das ist halt so, ist irgendwie, ja, hört sich nice an, aber. Wenn man es wirklich brauchen würde, funktioniert es eh nicht, deswegen benutze ich die meistens nicht. Das ist halt so ein Zwischending zwischen ja, Schwertern und härteren Waffen. Kann man durchaus auch mal benutzen, aber ja, auch eher im Early Game, weil bei Banditen, die kann man da schon mal ausnutzen. Wo sie nützlich sind, bei Schützen, den könnt ihr so einen Holzknüppel mitgeben, so als letzte Chance, wenn irgendwelche Viecher oder so an die dran springen, dass ihr mit den Schützen hier switcht und dann versuchen auszunocken und dann abhauen, ne? Das ist so die einzige Sache, wo ich dann Einhand-Streitkolben verwende. Ja, Hammerwaffen allgemein, so wie den hier, sind eigentlich nur, ihr seht hier, die Effektivität gegen Panzerung ist da halt extrem hoch. Die sind eigentlich dann nur gut gegen Feinde, wo du die Rüstung halt nicht brauchst. Also gegen Orks und so, alles was halt hart ist und keine Rüstung droppt, da kann man das gut verwenden. Bei allen anderen ist es ja ein Schade drum, wenn ihr überlegt, weil ihr ja die Rüstung eigentlich haben wollt. Und wenn ihr die halt kaputt schlagt, dann ist es halt vorbei. Deswegen sind Hammer so eine zwichtige Waffe. Man braucht sie gegen richtig harte Gegner. Gegen Orks muss man die schon mitnehmen, gegen Orc Warrior und alles, was drüber ist. Ja, aber gegen alle normalen humanoiden Gegner, wo man Equipment farmen will, sind sie halt eher von Nachteil, weil sie alles zerstören. Zweihand-Waffen-Äxte sind super. Einhand-Waffen-Äxte ist manchmal ganz nützlich, welche zu haben, weil es gibt ja diese Baummenschen-Gegner und gegen die kommt ihr halt eigentlich nur mit Äxten. Gut vor. Man kann natürlich auch den Kampf vermeiden gegen die, weil der Kampf eh langweilig und blöd ist. Und ja, so wie die Kämpfe gegen die meisten Monster eigentlich. Ja. Aber gut. Gibt es noch etwas, was ich nicht verwende? Ich glaube, das sind eigentlich schon die wesentlichen Sachen, die ich erzählt habe. Alles, was aus der zweiten Reihe ist, ist irgendwo sinnvoll. Die Freshwats habe ich euch auch erzählt. Ja, ich denke, das war's dann. Schon mehr oder weniger. So Sachen wie Netze, die in der zweiten Hand sind, wurde kurz erwähnt. Wenn man die kostenlos ständig wiederherstellen könnte, würde ich sie vielleicht sogar benutzen. Die haben schon ganz gute Debuffs, zumal wir ja, ne, immer Leute am Start haben, die, oder vor allem im Mittelgame haben wir halt Leute, die mit Einhandwaffen dastehen, unsere Damage-Dealer, und die hätten theoretisch eine zweite Hand frei. Das könnte man natürlich am Anfang des Kampfes immer dann ein Netz mitführen und die rausschmeißen jedes Mal. Aber Netze sind halt, selbst Netze sind verhältnismäßig teuer. Wenn man bedenkt, dass man sie nur einmal benutzen kann. Wenn die mit Munition funktionieren würden, so wie zum Beispiel die Speere oder sowas, dann wäre das alles easy. Ein Schneider, beziehungsweise so ein Rattenjäger, der wird jetzt ab und zu mal ein Netz machen per Event, aber es ist halt bei weitem nicht häufig genug, dass man es ständig einsetzen könnte. Man kann schon ein paar Netze mitführen, bei harten Kämpfen, aber ja, so also wirklich jemanden drauf bauen, hey, der macht jetzt immer Netze und so, das lohnt sich einfach von der Preis-Leistung her nicht wirklich. Genau. Ich denke, das war's dann mit den Waffen, die ich nutze, die ich nicht benutze. Und ja, da gehen wir mal ins richtige Gameplay, die andere Kampagne rein.